Hallo, mein Name ist Michael Schlögel. Ich fische gern mit der Method. Und mit der Method werden hauptsächlich auch Pellets benutzt. Die sind aber hier im trockenen Zustand. Das sind jetzt sogenannte 1,7 bis 2 mm Pellets. Und die werden vorbereitet, sodass sie dann später so gebunden in den Korb gebracht werden, in den Flatkorb. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich jetzt in den einzelnen Schritten. Für die Vorbereitung braucht man ein Wasserbad. Das habe ich hier schon mal mit unserem Pelletsauger hier die Wanne gefüllt. Dann haben wir hier so ein Mikronetz. Da kommen die trockenen Pellets jetzt hier rein. Und dann sagt man, bei 1,7 bis 2 mm Pellets Einweichzeit 2 Minuten. Das heißt, ich muss jetzt hier auf die Uhr schauen oder aufs Handy, dass die 2 Minuten einweichen, voll im Wasserbad, also komplett, dass sie jetzt einsaugen, dass die sich jetzt einsaugen. Ich muss jetzt auf die Uhr gucken, jetzt machen wir das schneller. Angenommen, die 2 Minuten sind jetzt rum, kommt das hier raus. Dann noch ein paar Pinkies vom vorhin noch drin. Das Ganze wird jetzt so ausgerungen. So, und dann werden sie ziehen lassen. Ja? Jetzt kann man auch noch einen größeren Behälter nehmen, aber die arbeiten jetzt. Ihr seht, die sind noch schwarz, die sind glasig. Die arbeiten jetzt noch und später werden sie fast um das doppelte Volumen größer. Warum Pellets? Ganz klar, da sind die Proteine drin, Fischmehl, Attraktoren, also alles, was an Nährwert für den Fisch betrifft, ist hier in so einem Granulat drin. Und das mögen nicht nur die Karpfen, sondern auch die Brassen gern. Ich verwende gern zum Anfüttern der angemachten Pellets sogenannte Messetkörbe, wie es der Name schon sagt, zum Messetangeln oder auch Flatkörbe genannt. Was ist die Besonderheit des Flatkorbs? Ja, die Pellets werden hier gleich in so einer Mulde reingelegt und werden gepresst. Und dann bekommt man dann hier so gleich so ein Häufchen. Ich zeige das mal so deutet das an. Der Köder kommt rein und das Gute ist, die Bleiplatte legt sich immer auf den Grund unten und der Köder liegt immer oben drauf. Das heißt, gerade die Karpfen oder die Brassen, die dann auf der Suche nach den Pellets sind, nach den Attraktoren, finden sofort den hier in diesem Fall den Kunstköder, in dem Fall den Kunstpellet. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch ganz klar da unten am Arbeitsplatz. Ich fische jetzt hier mit Haar. Da ist befestigt als künstliche Befestigung ein Baitband. Jetzt ziehe ich unseren Kunstpellet da drauf. Brauche ich dann die Spreizzange. Da gehe ich hier durch. Spreize das Ganze. Leg den Pellet rein und dann ziehe ich das vorsichtig raus und somit ist er befestigt. Die werden hier in die Mulde, wird hier wieder benetzt, dann wird der Pellet reingelegt und da wir ja in tiefem Wasser fischen, wird der oben nochmal abgedeckt, dann wird es dann hier so sauber reingedrückt und dann werden die Schalen geöffnet und dann sieht man die Schildkröte. Die fressen am liebsten den kompletten Pellets weg und dann haben sie natürlich das Juwel innen gefunden, unseren Kunstboili. Und das ist ein perfekt tödlicher Trick, dass man den die Karpfen fängt.
Yippie! So, hier ist er, der Kamerad, gefangen mit den Pellets, mit den Mikropellets. Und ich habe euch ja gezeigt, wie das Ganze geht. So probiert das aus. Und dann werdet ihr auch so ein paar schöne fangen. Viel Spaß, bis dann, euer MS mal wieder.